Ludwig Wittgenstein war wohl der einflussreichste und faszinierende Philosoph des 20. Jahrhunderts. Seine Wirkung reicht in die gesamte Welt der Gegenwart. Und er war eine der schillerndsten Figuren der österreichischen Geistesgeschichte. Er entstammte einer reichen, teilweise jüdischen, bürgerlichen Familie mit 8 Kindern. Sein Vater war der Begründer der Stahlindustrie in Böhmen und zugleich Mäzenat im Wiener Kulturleben. Die Sezession hat er gesponsert. Und Wittgenstein war eigentlich ursprünglich interessiert an Technik und Aerodynamik. Er studierte in Linz, in Berlin, Charlottenburg, in Manchester. Und hat sich erst nach Kenntnis von Russells Schriften für die Philosophie interessiert. Diesen Tipp hat er von Gottlob Frege bekommen und er hat diesen Hinweis ernst genommen und hat in Cambridge Russell, Moore besucht. Die haben ihn letztlich tatsächlich nach einigen Zweifeln auf beiden Seiten zur Philosophie gebracht. Während des Ersten Weltkriegs diente Wittgenstein an mehreren Fronten, im Osten und im Süden. Und das Faszinierende ist, dass er praktisch im Krieg und an den Fronten sein berühmtes Hauptwerk, den Tractatus Logico-Philosophicus, schrieb. Das ist ein Büchlein von nicht mehr als 115 Seiten. Es hat aber trotz schwieriger Publikationsgeschichte innerhalb kürzester Zeit Karriere gemacht. Im deutschsprachigen Raum, vor allem im Wiener Kreis und im englischsprachigen Raum durch die Vermittlung von Russell, Moore und auch den jungen Cambridge-Philosophen Frank Plumpton Ramsey. Dieses Büchlein erschien allerdings in erster Auflage in Deutsch in der letzten Nummer von Wilhelm Ostwalds Annalen der Philosophie. Es war sehr fehlerhaft und Wittgenstein war sehr verärgert, dass er nicht vorher die Korrekturfahnen bekommen hat. Es ist Bertrand Russell, seinem Freund und späteren, kann man sagen, Widersacher zu verdanken, dass dieses Büchlein 1922 in einer Übersetzung von Frank Ramsey als Tractatus Logico Philosophicus in Deutsch und Englisch erschien, mit einer Einleitung von Russell. Und seitdem war dieses Werk ein Fanal oder ein Anlass in der Reform der Philosophie, manche sagen sogar in einer Revolution der Philosophie. Worum geht es hier? Wittgenstein hat seit seines Lebens die Sprache zum Gegenstand des Philosophierens gemacht. Und er hat die Grenzen der Sprache, die Möglichkeiten, aber auch die Fallen immer wieder ausgelotet. Die bekannten Sätze des Traktats, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sind Ausdruck dieses radikalen Umgangs mit der Sprache, die er als Abbildtheorie verstanden hat und die er dann in der Mitte seiner Schaffensperiode revidierte, bis hin zu seiner Sprachspielkonzeption der philosophischen Untersuchungen, die allerdings posthum erschienen sind.
Was war das Motiv für Wittgenstein? Er hat die moderne Logik von Frege, Russell und Whitehead aufgenommen und sie für seine Kritik, für seine Sprachkritik, für seine Kritik an der herkömmlichen Philosophie verwendet. Und er beginnt in dem Vorwort sehr programmatisch, wenn er sagt, das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt, wie ich glaube, dass die Fragestellung dieser Probleme auf dem Missverständnis der Logik unserer Sprache beruht. Er war so radikal und konsequent, dass er schon in der Einleitung verkündet, was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen. Und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen, oder vielmehr nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken. Das war für die damalige Zeit in den 20er Jahren, die eine Aufbruchsbewegung darstellten, eine Provokation einerseits für die herkömmliche metaphysische Philosophie, für die akademische Philosophie und andererseits auch ein Angebot für all diejenigen, die die jahrtausende alte Philosophiegeschichte überwinden wollten, nämlich mit der Frage, ob es einen Fortschritt gibt seit Platon und Aristoteles. Und Wittgensteins Büchlein wurde deshalb in Wien, im Wiener Kreis um Moritz Schlick, mit Begeisterung aufgenommen, sehr kontroversiell diskutiert und es gab auch direkte Kontakte und Gespräche, die dazu führten, dass Wittgenstein ab 1929 ungefähr sich nicht mehr mit allen Mitgliedern treffen wollte, sondern nur mehr mit dem Begründer Moritz Schlick und Friedrich Weismann, der Zeit seines Lebens eigentlich den Traktatus popularisieren wollte. Aber Wittgenstein hat seine Philosophie immer wieder revidiert, verändert, transformiert, modifiziert, sodass es nie zu dieser Publikation gekommen ist. Eine tragische Geschichte, die auch im Verhältnis Wittgensteins zu anderen Freunden und Zeitgenossen zum Ausdruck gekommen ist. Nun, was war das Faszinierende für den Wiener Kreis? Alles, was sich sagen lässt, lässt sich klar sagen, hat Wittgenstein geschrieben. Und mit diesem Diktum hat er ein Angebot geliefert für die Abgrenzung des Sinnvollen vom Sinnlosen. Aus der Sicht des logischen Empirismus für die Abgrenzung von metaphysischer Philosophie. Und die Sprache selbst kann zwei Funktionen haben, die Klärung des Sinnes von Aussagen und andererseits das Zeigen von dem, was nicht ausgesagt werden kann. In der Sprache zeigt sich eigentlich das Religiöse, das Schöne, das Metaphysische und anderes. Nun war es so, dass für Wittgenstein der zweite Teil, das Unaussprechliche, wichtiger war, was seine Motivation anlangt.
Während für den Wiener Kreis der erste Teil das, was ausgesagt werden kann, mit Hilfe einer exakten Sprache präferiert wurde. Und Wittgenstein hat mit seiner Methode der Unterscheidung von analytischen Sätzen und synthetischen Sätzen, das heißt die Logik als Mittel zum Zweck kann nichts über die Wirklichkeit aussagen, tatsächlich dem Philosophieren eine Grenze gezogen. Die Philosophie selbst sagt nichts über die Welt aus, über die Wirklichkeit, sie kann nur die Aussagen darüber klären und den Aussagen einen Sinn verleihen. Die Verirrungen durch die Sprache, das ist das große Rätsel und das bleibt das große Rätsel für Wittgenstein auch in seiner mittleren und späten Phase. Wenn wir durch dieses Büchlein blättern, das eigentlich aus 7 fundamentalen Sätzen besteht, die sich verästeln und aufzweigen, so wird klar, dass Wittgenstein über mehrere Jahre gerungen hat um diese Logik der Sprache, die durch ihre Nummerierung eigentlich avantgardistisch war. Die Nummerierung der 7 oder die Subsätze zu den 7 Hauptsätzen zeigte an, welche Gedanken welchen Kapiteln unterzuordnen sei. Und aus heutiger Sicht versteht man das wie eine Baumstruktur, die nicht hierarchisch ist, die Verzweigungen aufweist und die letztlich immer weiter ausgebaut werden kann. Es wird auch das Bild verwendet eines Stadtplans oder einer Karte von U-Bahn und Straßenbahn, um zu zeigen, was Wittgenstein sich mit seiner formalen Darstellungsweise gedacht hat. Nun, die Radikalität, die Kompromisslosigkeit ist durchgehend in diesen Sätzen dokumentiert und wir können, wenn wir wollen, mit dem Satz 4, der Gedanke ist der sinnvolle Satz, schon erahnen, dass es hier nicht darum geht, eine Abbildtheorie der Sprache vorzustellen, sondern eine Bildtheorie, wo es einen logischen Zusammenhang gibt zwischen der Sprache und der Welt der Tatsachen. Die Konsequenz von Wittgensteins Aussagen hat er selbst so ernst genommen, dass er letztlich zum Schluss kommt, er habe alle philosophischen Probleme gelöst. Nicht, um vorher zu behaupten, alle Philosophie ist Sprachkritik. Rassels Verdienst ist es, gezeigt zu haben, dass die scheinbar logische Form des Satzes nicht seine Wirklichkeit sein muss. Also Sprachanalyse, Sprachkritik stehen im Vordergrund und wir haben viele Sätze aus dem Traktatus, die in der Philosophiegeschichte und in der heutigen Diskussion immer wieder neu diskutiert werden, wie Punkt 4.1.1.6, alles was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen. Und er führt fort, die Zuspitzung der Abgrenzung von Sinnvollem und Nicht-Sinnvollem mit der Devise Occams Rasiermesser. Sie besagt, dass unnötige Zeicheneinheiten nichts bedeuten. Schlussfolgerung
die er schließlich erzieht, war eine metaphorische Formulierung, denn Wittgenstein war der Meinung, dass wir über die Sprache nicht reden können, dass wir über die Sprache nichts sagen können, denn entweder die Sprache bildet etwas ab oder es zeigt sich etwas in der Sprache. Daher Punkt 6.24, darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben. Sätze können nichts Höheres ausdrücken. Es ist klar, dass sich die Ethik nicht aussprechen lässt. Die Ethik ist transzendental und in Klammern, Ethik und Ästhetik sind eins. Schließlich endet er mit dem berühmtesten Diktum 7, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Man fragt sich, warum dieses Werk, das das einzige publizierte zu Wittgensteins Lebenszeit war, neben einem Wörterbuch für Volksschulen, den er diente, nachdem er alle philosophischen Probleme gelöst hat, als Volksschullehrer am Lande in Niederösterreich, warum das so eine Karriere gemacht hat. Ich denke, Wittgenstein hat am konsequentesten die Funktion und Rolle der Sprache bei philosophischen Problemen erkannt. Er hat diese Grenzen ausgelotet, die Möglichkeiten und die Hindernisse, aber mit Hilfe der modernen symbolischen Logik im Anschluss an Frege und Russell. Er hat die logische Form des Philosophierens, des Satzes, des Gedankens immer wieder durchgedacht und durchgespielt und konnte deshalb vor diesem Hintergrund diese radikale Schlussfolgerung ziehen, dass er seine Arbeit in der Philosophie geleistet habe. Nun wissen wir im Nachhinein, das ist nicht der Fall gewesen. Was ist passiert? Wittgenstein scheitert mehr oder weniger als Volksschullehrer am Lande, aber er hat dort auch sehr positive Spuren hinterlassen. Es gibt bis heute in dieser Gegend in Niederösterreich, im Wechselgebiet, in Kirchberg, in der Nähe von Trattenbach und Ottertal, jährlich ein großes internationales Wittgenstein-Symposium, wo die gesamte Wittgenstein-Gemeinde mehr oder weniger stark anreist. Und er hat nach dieser Phase, nach dieser unglücklichen Phase als Volksschullehrer, die ihn nicht befriedigt hat, in Wien sozusagen als Abwechslung mit seinem Freund Paul Engelmann ein Haus gebaut. Und das hat er genauso konsequent mitgestaltet wie den Traktatus durchgedacht. Er hat die Proportionen, die Maße, die Innenarchitektur im Detail geplant und ausgearbeitet. Und schließlich wurde dieses Haus in der Kundmanngasse fertiggestellt für seine Schwester Margarete Stoneborough, die dann darin gewohnt hat. Und man kann heute noch die Grundstruktur außen
und die wesentliche Einrichtung innen besuchen. Wittgenstein hat, nachdem er alle Probleme gelöst zu haben glaubte, auf Einladung des Wiener Kreises einen Vortrag besucht des holländischen Mathematikers Luitzen Brauer 1928 in Wien. Es ging um das Verhältnis von Mathematik, Logik, Wissenschaft. Und nach diesem Vortrag hat er in lebendiger Diskussion mit den Teilnehmern erkannt, dass es hier noch offene philosophische Probleme gibt. Zum Beispiel, dass die Mathematik nicht rein tautologisch ist, dass sie auch als Intuition, als empirische Wissenschaft aufgefasst werden könnte und dass die eindeutige Abbildtheorie von Sprache und Welt hinterfragt werden kann. Es gibt andere Verhaltensweisen des Menschen und andere Tatsachen, die dieser Struktur der logischen Form nicht mehr entsprechen. Was passierte? Wittgenstein war ökonomisch unabhängig. Er entschloss sich, nach Cambridge zurückzukehren. Dieses Büchlein, 115 Seiten, wurde anerkannt als Dissertation von Russell und Moore. Er wurde Fellow in Cambridge, Research Fellow, und war der Nachfolger von Moore im Jahre 1939. Bis 1947, mit Unterbrechung wieder im Zweiten Weltkrieg, hat er diesen Lehrstuhl inne gehabt. Und wir wissen das über das tragische Ende. Er pendelte immer wieder zwischen Cambridge und Wien, besuchte Norwegen, Russland, Irland. Und er starb allzu früh an einer Krebserkrankung in Cambridge im Hause von Georg Hendrik von Recht. War er Gast in den letzten Jahren und hat der Welt eine Botschaft hinterlassen, dass er eigentlich ein glückliches Leben geführt habe. Nun, ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Wittgenstein hat in diesen kurzen Jahren eine unglaubliche Schaffenskraft, Energie, Kreativität zutage gefördert. Und er hat eigentlich gegen Ende seines Lebens seine zweite Philosophie publizieren wollen, die philosophischen Untersuchungen, die dann später posthum erschienen sind, wo er abgegangen ist von seiner Abbildtheorie im Traktatus und wo er die berühmte Sprachspielkonzeption eingeführt hat. Es geht also um die Bedeutung von Worten, um den Gebrauch von Begriffen. Und erst durch den Gebrauch in der Sprache oder der Sprache wird die Bedeutung offenkundig. Und damit hat er einen zweiten Impuls geliefert für die Philosophie der normalen Sprache, Ordinary Language Philosophy, die nicht identisch war mit seinen Konzeptionen, aber die gleichzeitig mit dem Traktatus und gleich intensiv international diskutiert wird. Thank you.
Wenn wir diese Biografie kurz Revue passieren lassen, so können wir eigentlich nur sagen, das war eine einzigartige und einmalige Persönlichkeit. Wittgenstein war kein typischer akademischer Philosoph, kein Universitätslehrer mit Lehrstuhl. Er war unkonventionell, hat gegen den Strich gedacht, hat immer wieder seine eigenen Positionen in Frage gestellt. Und das führte ja dazu, dass seine umfangreichen Manuskripte, sein Nachlass, jetzt erst auch mit digitalen Methoden erfasst werden kann und sich ein Kosmos eröffnet seines Denkens. Er war nicht bereit, fix und fertige systematische Philosophie von sich zu geben, sondern immer den Zweifel und die Variation und schließlich auch die Infragestellung von Dogmen und Vorannahmen in den Vordergrund gerückt. Wenn wir diese faszinierende Biografie ernst nehmen, historisch und philosophisch, so denke ich, wird klar, dass ein konsequentes und ernsthaftes Denken zu Ergebnissen führt, auch dann, wenn es für den Betreffenden nicht immer klar war und klar wird. Wittgenstein selbst hat seines Lebens immer Zweifel gehabt, ob er etwas Großes geleistet hat, ob er würdig war, bewundert zu werden. Er hat es sich selbst nicht leicht gemacht, aber auch seiner Umgebung. Es gibt zahlreiche dramatische und tragische Geschichten mit Freunden und Bekannten von Wien nach Cambridge und retour. Und es ist vielleicht das Schöne an dieser Geschichte, dass sie bis heute nicht abgeschlossen werden kann.